Wir sind beim Motorsportclub Ochsenhausen und der Jürgen zeigt uns seinen Polo. Ja, der Polo ist Baujahr 83, den habe ich schon seit 22 Jahren. Und ich bin hier schon zum 8. Mal auf der Tuning World und habe schon 8-mal ersten Platz gemacht, Kategorie VW Technik. Und Respekt! Danke, ich habe das Auto die letzten 2 Jahre jetzt komplett umgebaut. Ja, und er hat momentan 387 PS aus 1,7 Liter Hubraum. Und ich fahre damit Viertelmeile und also Lackierung ist von Starpaint, ich kenne die Effekt und ist nicht ganz billig. Das heißt genau? Also das Lackierer kostet 15.000 Euro an dem Auto. Und ja, und meine Überpreise rede nicht so gern, also... Deine Frau möchte nicht, dass du möchtest nicht, dass deine Frau weiß, was du da in dein Hobby steckst. Die weiß es genau, aber sie möchte nicht, dass ich es sage. Das können wir alle sehr gut verstehen. Wie lange hast du an den Hieb gebaut? 22 Jahre. Okay. Wann wird er fertig sein? Ich baue jetzt um auf E85 Bioethanol mit einem größeren Turbolader. Und KMS Rennelektronik, da schätze ich mal so 650 PS, was wir dann haben. Aber der wird dann, aber heißt es fertig ist mit dem Auto nie, in der Mitte noch alles echt Carbon machen und. Kommt ein Heckdiffusor, glatter Unterboden aus Carbon und. Also. Ist noch irgendwas Serie an deinem Auto? Der Unterboden, ja. Die kennen die beim TÜV, oder? Ja, ja. Polizei. Oh, ja, okay, danke, das passt so. Alles. Der stärkste zugelassene Polo auf Deutschlands Straßen mit ungefähr einem Wert von 100.000 Euro.